Wer kennt das nicht? Sie braten Speck für die gesamte Familie und es liegt wieder Fett auf ihren Klamotten oder sogar ins Auge. Und dennoch ist der Speck am Ende schwarz und ungenießbar. Beim Eieröffnen fliegt die Schale direkt in ihr Ei. Die schlechte Laune ist vorprogrammiert. Und genau damit ist jetzt Schluss, denn mit diesen 5 einfachen Tricks werden wir euer Frühstück besser machen und wesentlich einfacher und schneller. Wir fangen an. Frühstückstipp Nummer 1. Wenn ihr einem Kind sagt, malt doch mal wie aus dem Comic einen Streifen Speck, dann würde der genau so aussehen. Frühstückstipp Nummer 2. Frühstückstipp Nummer 2. Findet auch ihr, dass euer Joghurt morgens meistens aussieht wie schon mal gegessen? Und wenn ihr eure Konsistenz im Griff habt, dann sieht es auch nicht aus wie ready fürs Altersheim. Nein, denn das hat noch Zeit. Frühstückstipp Nummer 3. Ich glaube, diese Situation kennt jeder. Vor allem, wenn man irgendwie im Stress ist, man macht sich schnell ein paar Eier und genau dann, es passiert jedem, genau dann fällt ein Stück Schale mit rein. Der erste Instinkt ist natürlich, ich greife mit meinen Fingern rein, versuche die Schale rauszuholen. Was viele nicht wissen, ist, dass die Membran vom Ei ganz einfach angezogen werden kann, nämlich mit der Membran eines Eis. Frühstückstipp Nummer 4. Tipp Nummer 4. Damit euer Rührei gesichtlich nicht aussieht wie ihr, also wie ein altes Rührei, müsst ihr auf die folgenden Tipps achten. Dafür mache ich euch einfach mal ein Rührei vor, wie man das eben so macht. Frühstückstipp Nummer 5. Zu meinem Tipp Nummer 5 versetze ich euch zurück, geradewegs in eure Kindheit. Oder aber ihr gehört zu 90%, die sehnsüchtig auf das Radieschenbrot derjenigen rübergeschaut haben, deren karrierenfahrende Mütter sich morgens um 5:30 schon in die Küche gestellt haben, um die wahren Kunstwerke aus dem Brot und aus der Schnitte rauszuholen. Wir haben ein fantastisches Müsli, wir haben ein hervorragendes Rührei, wir haben kreative Brote und wir haben eine entzückende Adjektivwahl meinerseits. Und ich hoffe, du hast was dabei gelernt. Ich werde jetzt frühstücken. Es ist 4:30, die perfekte Uhrzeit. Ciao, ciao.